Glückwunsch an eine Kunststofftonne. Seit 50 Jahren behauptet sich der italienische Designklassiker in Wohn- und Büroräumen der ganzen Welt. Die im Jahr 2006 verstorbene Mailänder Architektin und Designerin Anna Castelli Ferrieri entwickelte den Dauerbrenner in den 60er Jahren. Was ist in dieser Periode passiert? Unsere Wahrnehmung des Raumes und der Zeit hat sich gewandelt, wie heute auch. Man brauchte funktionale, flexible Möbel, auch wenn die runde Tonne populärer wurde als der erste rechteckige Entwurf von 1967. Anna Castelli Ferrieris Enkelin Lorenza Luti arbeitet bei der italienischen Firma Cartel, für die ihre Großmutter einst die Componibile entworfen hatte. Ferrieri war dort auch Kreativchefin. Meine Großmutter Anna Castelli Ferrieri war eine sehr starke, selbstbewusste Frau. Sie war die erste promovierte Architektin an der Universität Mailand. Und sie sagte mir immer, man könne alles machen, man müsse nur von seinen Ideen überzeugt sein und sie auch umsetzen wollen. Componibile bedeutet zusammensetzbar. Die größeren Kommoden bestehen aus einzelnen Elementen, die man beliebig aufeinandertürmen kann. Mit den Componibile kann man Räume ganz neu aufteilen. Mitte der 60er Jahre waren die Componibile etwas völlig Neues, eine echte Innovation. Damals verkleinerte sich der Wohnraum und es lebten mehr Menschen allein. Die Componibile konnte man ja ganz praktisch verändern und wirklich in jedem Ambiente einsetzen. Und das erklärt auch den Erfolg, der bis heute anhält. Auch in London besitzt die Firma Cartel einen Flagship-Store. Zum 50. Geburtstag wurden 21 namhafte Designer aus der ganzen Welt eingeladen, ihre persönliche Version des Klassikers zu entwickeln. Hier die Idee der Britin Fran Hickman. Mein Stil wird von den Kunden beeinflusst und die Idee für diesen Auftrag kam von einem Haus, an dem wir arbeiten. Ich versuchte, diesen Geist auszudrücken, den Gegensatz zwischen der reinen weißen Form und den psychedelischen Farben der 60er Jahre. Der italienische Designer Piero Lissoni hat seine Tonne im Stil des US-amerikanischen Malers Jackson Pollock gestaltet. Lorenza Luti freut sich über die vielen Ideen für die Geburtstagsausstellung. Auch die Spanierin Patricia Urquiola wirkte mit. Das hier ist ein richtiges Kunstwerk. Das kleine Componibile ist geradezu explodiert in eine sehr zeitgenössische und moderne Variante. So haben wir nun eine umfangreiche Sammlung, die auch in unser Mailänder Museum kommt. Eine starke Weiterentwicklung des Componibile ist auch hier zu sehen. Sehr ausgefallen ist das Objekt von Philip Stark. Er benutzt Zwerge als Sockel und verwandelt es in einen kleinen Tisch. Das ist sehr amüsant. Eines der Componibile gratuliert besonders passend zum 50. Geburtstag, nämlich mit einem Lächeln. Diese Realisation von Fabio Novembre, das Componibile Smile, war das Anfangsprojekt für die ganze Ausstellung mit all den schönen Varianten. Und es wird als einziges in die Produktion gehen und ab Weihnachten für das Publikum erhältlich sein. Das Componibile, ein Designklassiker, der auch wirklich gut in unsere heutige Zeit passt.